nicht nur eine der wichtigsten surrealistischen Künstlerinnen, sie war auch Kriegsreporterin und auch kommerzielle Porträtfotografin, aber nicht zuletzt auch Modefotografin. Die Einzigartigkeit von Lee Millers Werk begründet sich darin, dass er sich nicht auf ein einzelnes Genre reduzieren lässt. Und vor dem Hintergrund dieser Vielfalt fokussiert die Ausstellung auf der Entwicklung von Lee Miller von einer surrealistischen Künstlerin zu einer Kriegsreporterin. Lee Millers Karriere begann als Model in New York. Der Beruf langweilte aber sie relativ rasch und sie wechselt von New York nach Paris, um bei Man Ray die Technik der Fotografie zu erlernen. Wesentlich für das Werk ist, dass Lee Miller und Man Ray ihre Fotografien in dieser Zeit in enger Zusammenarbeit herstellen und produzieren, sodass wir oft gar nicht wissen, auf wessen Idee die Werke eigentlich basieren. Die zentralen Themen in der surrealistischen Kunst, sei es Fotografie oder Malerei, ist das Unterbewusste, das Nicht-Sichtbare, das Fantastische. Nur die Problematik für die Fotografen besteht darin, dass es in der Fotografie natürlich schwieriger sichtbar wird. Die Fotografie ist wie kaum ein anderes Medium an die Wirklichkeit gebunden. Man drückt auf den Auslöser und hat ein Abbild der Realität. Und die surrealistischen Künstler und Künstlerinnen haben deswegen unterschiedliche Strategien entwickelt, um fotografische Bilder zu verfremden. Man sieht das auch in unserer Ausstellung, zum Beispiel an der Solarisation einer fotografischen Technik, wodurch Lee Miller und Man Ray Porträts verfremdeten und so surrealistische, aber auch fantastische Elemente sichtbar machen. In Paris adoptiert Lee Miller sehr rasch die surrealistische Ikonografie, entwickelt die aber auch auf sehr eigenständige Art und Weise weiter. Man sieht das speziell bei ihren Straßenaufnahmen von Paris, also sie war auch surrealistische Street-Fotografin, wenn man so will. Und die Einzigartigkeit zeigt sich bei ihren Kombinationen, die oft nur surrealistische und fantastische Effekte ergeben. Es gibt in der Ausstellung das Bild eines Mannes vorher und Lee Miller wählt einen so modernen Ausschnitt oder so einen engen Bildausschnitt, dass es wirkt, als würde dieser Teer die Beine verschlucken. Also der Teer bekommt in der fotografischen Wirklichkeit den Anschein eines Oktopus oder einer Krake, der nach den Beinen greift. Und das zeichnet eben auch Lee Millers einzigartige surrealistische Bildsprache aus. Der weibliche Akt war sicherlich eines der zentralen Themen in der surrealistischen Kunst. Wichtig ist hierbei, dass der Akt nicht klassisch aufgenommen wurde, sondern surrealistisch verfremdet wurde. Dies gelingt auf unterschiedliche Arten und Weisen, unter anderem durch einen engen Bildausschnitt. Das bedeutet, der Kopf wird oftmals visuell fragmentiert, übrig bleibt der Oberkörper und der weibliche Akt wird dadurch auch als erotischer Fetisch präsentiert, was Lee Miller auch ironisch und auch eigentlich auf feministische Art und Weise kommentiert. Nach 3 Jahren der Zusammenarbeit trennte sich Lee Miller von Man Ray. Die Trennung war für ihn sehr schmerzhaft. Er verarbeitete das auch in seiner Kunst, unter anderem mit dem unzerstörbaren Objekt. Dabei handelt es sich um ein Metronom, auf das er das Auge von Lee Miller klebte und mit einer surrealistischen Gebrauchsanweisung versah, so sollte man das Metronom mit einem Hammer zerstören. Und die Arbeit symbolisiert dadurch natürlich auch einen symbolischen Befreiungsschlag aus der Beziehung mit Lee Miller.